Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier auf Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir stehen hier bei der Ernte des Weizens und haben, ja, wie gesagt, man sieht, einen Großteil schon geschafft. Ein Hänger ist wieder voll, deswegen, und der Mähdrescher, deswegen bin ich jetzt gerade auf dem Weg zurück zum Abkippen. Da wollte ich euch dann mitnehmen. Was ist noch passiert? Eine Sache ist noch passiert. Stimmt, eine Sache ist noch passiert. Ich habe nämlich mich dazu entschlossen, für 11.000 Euro den gebrauchten Miststreuer zu kaufen. Der steht jetzt hier bei mir auf dem, oder unter dem, da. Seien Sie doch mal ein bisschen bei der Sache, junger Mann. So, unter dem Dach dort. Da wollte ich nämlich gerade hingucken und dann habe ich mich vertan beim Lenken. Ja, also den habe ich geholt, weil macht Sinn, macht einfach Sinn. Wir gehen in die Richtung, wir wollen Viecher halten, wir wollen dann auch Mist haben und den Mist natürlich dementsprechend auch wegbringen. Und wenn es dann gerade mal im Angebot ist, warum denn nicht? Dann kann man das auch schnell mal machen. Hätte ich gesagt. Ja, ich probiere heute mal eine neue Konfiguration übrigens aus hier mit meinem System. Ich habe jetzt mal zusätzliche Monitore ausgestellt und hoffe mal, dass jetzt eventuell die Grafikkarte ein bisschen weniger zu tun hat und sie deswegen vielleicht den ein oder anderen Frame Drop nicht tut. Soll ja helfen. Man muss ja immerhin dann zwei Full HD Monitore nicht mit berechnen mehr von meiner Kommandozentrale hier. Von daher könnte positiv, könnte sich was positiv ausgehen. Könnte man so sehen. So, dann wollen wir mal schnell hinpirschen hier. Unserem wunderschönen Mähdrescher. Die schwarze Rache. So. Und dann bauen wir uns hier mal Platz hier drin. Motor aus. Und rein in das gute Stück. So. Und dahin. Achso, Motor erstmal starten. Gut. Ja, ich habe ein bisschen merkwürdiges Muster hier jetzt auf der Seite gelegt. Ich bin sehr oft noch durch diesen ganzen Bogen gefahren. Ich glaube, das habe ich letztes Mal anders gemacht. Letztes Mal hatte ich, glaube ich, bin ich da auch um bloß gerade gefahren an den Kanten. Hat sich eigentlich gar nicht schlecht gefahren. Also es lief ganz gut eigentlich vom Erntetempo und von der Machbarkeit. Nur mal gucken, wie das jetzt mit den ganzen Ballen sich denn einhergibt, weil da würde ja sicherlich auch der ein oder andere denn überbleiben. Und ja, dann gibt es ja noch sehr, sehr viel zu tun. Also wir haben ja noch zwei Felder zu mulchen, wir haben dann zu kalken und wir haben dann die Zwischenfrucht zu setzen. Denn die muss ich jetzt setzen, wenn ich nämlich auf einem der großen Felder, wie wir ja das gemacht machen haben wollen, Raps ansehen wollen, bleibt uns nichts weiter über, als relativ schnell das zu machen. Denn im nächsten Monat ist schon die Rapsaussaat quasi dran. Die habe ich nämlich, glaube ich, beim letzten wirklichen Monat zu spät gemacht. Irgendwas war. Deswegen ist mein Raps nämlich noch nicht erntereif. Der braucht noch einen Monat, damit das soweit ist. Na gut, ist es halt so. Aber dann haben wir nächsten Monat auch viel zu tun mit unserer Rapsernte. Und dann geht ja der Stallbau los. Da hoffe ich jedenfalls drauf, dass wir das denn dann schaffen. Ja. Das erstmal zu dem, was bisher geschah. Ich habe übrigens wieder schief gemäht hier auf der anderen Bahn. Da war ich sehr, sehr, sehr schräg unterwegs. Bin ich hier gerade auch, glaube ich. Nix. So. Sollte jetzt aber gleich dann auch fertig sein hier. Den Keil noch fertig mähen. Und das müsste es vielleicht sogar noch in den Anhänger reingehen. So voller Kraft. Dann haben wir hier knapp 60.000 Weizen geholt, glaube ich. Ja, zwei Anhänger und das jetzt, was jetzt ist, haben wir dann hier geerntet. Das ist ja auch supi. Damit haben wir ja auch jede Menge Weizen. Den müssen wir natürlich dann zum Teil mal zur Mühle bringen, dass dort auch wieder, ja, sagen wir mal, die Lager dort gefüllt sind. Zur Not. Man könnte auch mal ausrechnen, was man dafür den Kauf machen kann. Interessant ist, dass der Ertrag da an der Stelle, wo ich da gerade stand, sehr niedrig ist, ne? Interessant, interessant. Warum das denn jetzt mal? Da ist ein richtiger Streifen drin, genau da, wo der Traktor steht. Also da, wo ich gerade losgefahren bin wieder. Der Ertrag so niedrig ist. Das könnte vielleicht eventuell an so einem, am Spielstand liegen oder sowas, dass er dann so ein, schon die Hälfte quasi theoretisch weg hatte von dem, was da steht. Oder was dort geerntet werden konnte. Weiß ich nicht.
Sieht auf jeden Fall sehr merkwürdig aus. Ist ein bisschen weit ausgeschlagen, aber es geht noch. Holt sich alles wieder ein. So. Und wir haben ja noch, achso, ich habe auch noch die drei Aufträge, ne? Genau. Oh, die können wir natürlich auch noch gleich machen, dann. Können wir gleich hinhirschen. Einer ist ja direkt oben beim Spawnpunkt, Feld 45. Das ist ja immer der Spawnpunkt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt einen Mod, der dich da spawnen lässt, wieder, wo du quasi, glaube ich, ausgelockt hast. Aber den muss ich mir auch mal installieren, damit ich nicht jedes Mal, naja gut, springst halt ins Fahrzeug, ist ja auch egal. Sieht ja ganz schön aus an die Ecke. Ich glaube, das ist auch vom Spiel, wenn man das als auf einfach startet, wo man ja ein Stück Hof, glaube ich, hat. Ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber ich glaube ja. Ist das, glaube ich, auch so, dass man dort in der Ecke dann auch spawnt. Könnte ich mir vorstellen. Oder beziehungsweise, dass der Hof dann einem gehört. Weiß ich nicht genau. So. Und dann haben wir hier nochmal 8000. Die passen natürlich nicht komplett in den Anhänger rein, weil im Anhänger passen muss 21.000 rein. Und da sind jetzt 17.000 schon drin. B gedrückt. O gedrückt fürs Abbunkern. Ach, ich kann ja hier nochmal schnell mal die drei Herren noch mitnehmen. Waren sogar genau 3 Liter Korn. So, dann fahre ich auf den anderen. Oder, ach, ich bringe die gleich da rein, oder? Ich fahre erstmal auf den anderen Acker. Hol das mit dem Hänger ab. Besser ist. So, sonst machen wir da wieder ganz merkwürdige Sachen am Silo. Jetzt hat er noch wieder was ausgespuckt. Und dann können wir ja erstmal die Aufträge fertig machen, also die Weizenaufträge, beziehungsweise die, den Rapsauftrag. Also ich werde jetzt erstmal hoch zum Raps fahren und dann werde ich die bei Weizenaufträge machen. Und dann werden wir mal gucken, vielleicht kriegen wir ja noch ein paar. Es stehen hier da noch Felder durchaus in Ernte bereit. Wenn wir dann noch eins von kriegen könnten, wäre natürlich auch schön. Wir haben übrigens bis... Also wir haben knapp 300.000, weit über 300.000 haben wir jetzt noch als Spielraum finanzieller Natur. Ich habe mal einmal ganz kurz vor beim Kauf von dem uiuiuiui. Ich will's ja wirklich mit dem Anhänger, ne? Das sind halt bloß 150 PS, ne? Weiß nicht, ob ich den roten mitnehme. Eben die Weizenernte könnt ihr ja durchaus mehr als einen Hänger bringen. Könnte man dann auch im Tandem hinfahren, ne? Da hätte man gleich beide Felder da hinten. 77, 76 scheinen ja direkt nebeneinander zu liegen. Oder 77, 78 oder was das ist. Sehr gut. Rest noch, dann haben wir jetzt 60.000, also, ja gut. Gute 64.000 haben wir jetzt schon geerntet. Oder eingebunkert. Ja, 68.000, ja das ist so in etwa das, was wir schon mal hatten dort auf dem Acker, ne? Also das ist... Da kann ich mich dran erinnern, dass wir da schon mal waren in der Nähe. Gute Ernte, würde ich sagen. So. Klack. Und abgekippt. So, dann... Würde ich mal sagen, auf geht's in Richtung Feld 45. Und wir werden mal das hier noch dahinter spannen, mal ganz kurz, damit ich das Schneidwerk gleich mitnehmen kann.
fast eine flüssige Bewegung. Aber nur fast. So, dann stellen wir uns hier mal quer hin. Und dann geht es mit dem Mähdrescher schnell dahin gefahren. Leitwerk abgelegt. Und auf zum Auftrag. So. Das ist auch so eine schöne Technik, dass das jetzt gleich dann darauf auch fest ist und dann quasi zu einem Objekt wird. Das war ja früher. Also ich glaube in den ersten Versionen, wo es diese Anhänger mit gab, war das richtig schwierig, die da wieder sauber drauf zu kriegen. Die mal runtergepurzelt, hinten drüber gefallen oder sonst irgendwas. Also das, dieses Snappen, das hatten die früher ja nicht. Oh, 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 oh. Naja. Die Software wird immer besser. So, also hier, guck mal, da fällt 69 da drüben, ne? Ist denn nur, steht das noch oder nicht? Müsste ja noch stehen, ne? Dürfte noch nicht abgeerntet sein, also den Auftrag kriegen. Alles, was zu Geld zu machen geht, ist hier. Und das ist sozusagen das Feld, was ich zur Wiese machen möchte noch mit. Da hätte ich Bock zu, ne? Da kann man auch links, rechts sehr gut rumflügen. Und es ist nah bei uns dran, auch wenn der Anfahrtweg, na gut, wir können hier mal durchfahren mit allem. Dann kommen wir da ja hin, ne? Ja. Also das geht alles. Feld 35 oder so wäre nochmal eine schöne Wiese. Auch 36 wäre eine schöne Wiese. Dass man da einfach Wiese draus macht und links und rechts alles so weit abrobert wie geht. Also nicht nur grobert, sondern auch umflücht, dass es dann Feldfläche wird. Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht. Grundsätzlicherseits die Idee. Aber unsere Wiese oben wird das mal reichen. Also für die Kühe, die wir jetzt haben. Wir müssen auch Mischfutter da unbedingt noch machen, ne? Da liegt ja auch was an. Oh, das Feld neben uns ist auch erntereif. Hier ist ja unser Rübenfeld. Und daneben das Feld. Die 42 ist auch. Sieht auch sehr erntereif aus. Oder abgeerntet, weiß ich noch nicht. Kennt man jetzt erstmal nicht so. So. Dann sind wir gleich bei Feld 45. Ich würde sagen, ich drücke jetzt ganz kurz mal Pause Aufnahme, testen wir mal, wie gut oder schlecht das klappt an der Tastatur. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich mit dem Anhänger und dem Schneidwerk hier bin. Und dann werden wir dieses Feld hier ernten. Das sollte ja jetzt nicht die große Übung werden. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Also für mich waren es jetzt 2 Minuten Trecker fahren, für euch war es jetzt recht fix und ihr wundert euch, warum er sagt einmal bis gleich und dann wieder so, da bin er, ist er wieder. Aber ich hoffe, dass das mit dem Pausieren da ganz gut geklappt hat. Jetzt kann ich das ja auch über das Stream Deck machen und wir gehen hier schön in den Auftrag rein und werden hier mal mit dem, also für dieses Feld natürlich viel zu großen Mähdrescher mal alles reinbeißen oder abholen, abarbeiten. Na, ich vermute, es wird doch mehr als ein Autohänger voll. Also ich habe ganz kurz überlegt, ob ich den Autohänger schon daneben stelle. Aber der Autohänger fast 2800 Liter, ne? Müssen wir mal gucken. Wenn wir drunter bleiben, dann würde ich das mit dem Autohänger von hier wegbringen und nicht mit dem Traktor. Dann fahren wir nämlich gleich weiter mit dem Traktor. Ah, 1200? Naja, nee, es werden mehr. Es wird mehr als ein Autohänger. Wäre aber auch schade, wenn das hier weniger als ein Autohänger würde. Ah, das Land ist noch nicht zugänglich. Komm schon. Oh, Nachbarfeld noch mit bespritzt. Klingt auch falsch. Ja. Aber gemacht haben wir es. Ne? Das Nachbarfeld noch beschmutzt. Guck mal, das kleine Feld gibt es auch noch zur Ernte. Ach, ist das niedlich, ne? Das sieht aber auch wirklich schön da eingebettet. Aber das ist natürlich auch ein perfekter Platz, wenn du dir nachher mal Ställe bauen willst oder so, ne? Falls du den Bauernhof hier mal ausbauen wolltest, sind das hier eigentlich gute Flächen für Ställe und ähnliches, dass du dann die Felder hier ringsherum alle besitzt.
Naja, wir gucken mal, was so alles noch kommt demnächst. Also es kommt ja jetzt demnächst das Add-on raus oder das Platinum-Add-on. Ob ich es mir kaufen werde oder nicht, ich denke mal ja, weil ich ganz gerne Giants unterstützen wollen würde, damit es weitergeht in der Saga des LS. Aber ich glaube, mein kleiner Beitrag, es ist ein kleiner Beitrag, ein klitzekleiner Beitrag. Ich weiß noch nicht, ob es einen Year 2 Pass denn geben wird. Für alles andere. Generell würde ich sagen, ich werde ihn mir kaufen. Einfach weil ich sage, dann habe ich alle Add-ons, alles was dazu kommt, ist dann drin in dem Pass und fertig aus. Also ich werde sowieso einzeln kaufen. Ich sag mal, es ist jetzt, ja, weiß ich nicht, wie viel billiger es ist, wenn man es alles einzeln, oder das ein Komplettpaket kauft und nicht alles einzeln. Gehe mal eher davon aus, dass man. Wenn man ein DLC dabei ist, was man so gar nicht mochte oder möchte, dass man dann vielleicht sogar schon teurer ist als beim Pass. Aber habe ich nicht im Kopf, ich weiß auch nicht, was die da einzeln aufrufen nochmal für oder sonst irgendwas dergleichen. Denn die Preise, die habe ich ja natürlich. Müssen wir es nie verglichen. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Also ich würde sagen, natürlich ist es ein Zeichen an Giants, dass das mit dem 3-Jahres-Rhythmus, wo es jetzt wahrscheinlich hingehen wird, gut funktioniert und dass die DLCs in den Zwischenjahren immer noch genügend Geld einbringen, damit die Firma durchkommt, weil es ist ja, ich sag mal, die Leute, die haben ja ein großes Problem, ihr Produkt, wenn sie alle 3 Jahre ein Produkt rausbringen, welches einmal extrem viel Geld bringt in dem Jahr, dann haben die in einem Jahr sehr, sehr, sehr viel Umsatz. Oh, das war die falsche Taste. Unlimited. Und haben dann dadurch die Möglichkeit, einmal da war es ja 2 Jahre, Steuern, was da so alles dranhängt, denn was dann da alles an Kosten entsteht. Und die nächsten 2 Jahre haben sie dann Minus. Und haben aber gar keine Einnahmen dagegen zu stellen, die sie dann dadurch teilweise steuerfrei dann bekommen, weil sie ja keinen Gewinn machen. Umsatz muss man ja keine Steuern bezahlen. Das ist doch die Umsatzsteuer, aber das ist was anderes. Aber dann den Gewinn halt eben noch versteuern müssen, das ist immer ein bisschen, das tut den meisten Unternehmen immer sehr weh. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, haben sie denn Steuern? Nein. Was kann ich, ist das in Deutschland ansässig? Ja, die Schweizer, ne? Eins Hauptstudios, glaube ich, in der Schweiz, oder? Kann das sein? Aber Deutschland ein erfolgreiches Softwareunternehmen zu führen, ist, glaube ich, auch schwer. Ich überhaupt nicht, ne? Warum das so in Deutschland so gar nicht klappt, dass es da große Spielebuden gibt. Bei dem Markt, den es dahinter gibt und alles, ne? So, stand. Den muss ich nicht mitnehmen. Ich muss damit jetzt zum Pharma Market, korrekt. Gucken wir nochmal schnell in den Auftrag. Ich glaube, Pharma Market war der Abgabepunkt. Blinkt nicht. Okay. Ja. Sehr schön. 33 Ernten, 42 Ernten. Also ein bisschen was hier. Wo sind wir denn hier? Rapsernte, Johnson's Pharma Market. Was haben wir hier drauf? Hafer, okay, wird auch zum Power Market gebracht. Raps zum Pharma Market. Johnson's Pharma Market. Das ist alles Pharma Market hier unten. Einmal Hafer, einmal Raps. Okay. Gut, ja, nehmen wir. Wir werden zum Lohnarbeiter wieder. So, dann bringen wir das mal weg und dann denke ich mal, ist der Auftrag erledigt. Dann können wir den abgeben. Dann nehmen wir den nächsten Auftrag an. Müssen wir mal gucken, was denn hier in der Nähe liegt. Ich glaube, Feld 33 liegt hier sogar in der Nähe. Ne? Feld 42 ist hier auch gleich um die Ecke. Können wir auch noch machen. Oh ja, sehr schön. Können wir nochmal drauf arbeiten und dann wird es im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich schon gekauft oder so. Naja, müssen wir gucken. Also was alles überbleibt jetzt nach dem ganzen, wenn wir das ganze Zeug gekauft haben für die Kühe und Kuhstall und alles, was dazugehört, ist eine große Investition. Wenn da noch Geld bei überbleibt, dann können wir natürlich auch in Felder investieren wieder. Und bald haben wir die Mille Kredit dann. Und zahlen uns am Zinsen drum und dusselig. Oh. Aber der blinkt gar nicht, der schon so Pharma Market, ne? Jetzt ist dann auch so gut dran. Ah, sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vielleicht habe ich nicht weit genug rausgeguckt oder rausgezoomt. Oder man sieht es auf der Karte nicht, wo ich. Eine Übersichtskarte, man sieht es wirklich nur auf der. Hier unten auf der kleinen Karte.
4000 Liter haben wir geerntet auf dem Feld. Und ich? Auch eine schöne Zahl. So. Die Frage ist, wie viel bleibt Rest über? Lohnt es sich dafür, zu uns zu fahren? Ne? Dann werden wir jetzt erstmal die Abladeform auf Kornschieber stellen. Ich müsste jetzt, glaube ich, auf Kornschieber sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, es ist, glaube ich, nicht Kornschieber. Oder? Recht. Kornschieber jetzt. Ja, es lohnt sich nicht. Da ist nichts mehr übrig geblieben. Da hat es so lange gedauert, bis ich das Sonnen gesehen habe. Gut. Naja, sehr schön. Dann haben wir noch ein bisschen 400 nebenbei eingenommen. War nicht fast so viel, wie wir für den ganzen Auftrag kriegen. So. Den können wir dann abschließen. So, dann nehmen wir Feld 42. Hafer. Ist ja gleich um der Ecke hier. Dann 29 muss ja auch, kann ja auch nicht so weit weg sein. Dann nehmen wir Feld 42, würde ich sagen. Vertrag akzeptieren. Ernten wir dort den Hafer. Und fahren wir da mal hin. Guti, dann würde ich sagen, reicht das für diese Folge. Wir werden beim nächsten, in der nächsten Folge die Haferernte sehen, den Haferauftrag machen, ein paar Aufträge erledigen. Bisschen Geld verdienen ist ja immer wichtig, brauchen wir ja jetzt. Müssen wir mal gucken, ob wir zwei Haferfelder oder zwei Haferaufträge dann... Kann ich jetzt nicht annehmen, weil ich muss zumindest einen anderen Auftrag dann noch fertig haben, ne? Mal gucken. Das geht jetzt nicht, also dass man dann sozusagen von beiden den Hafer ein bisschen im... Upsala. Im Korntank hat. Aber was ich machen könnte, ist eventuell den einen abgeben und dann schon mal ein bisschen was reinkippen wieder. Ich glaube, das zählt dann auf das Feld oder so, wenn ich da Hafer abgebe. Ich könnte, glaube ich, sogar die Aufträge aus meinem Bunker erledigen. Also das Zeug aus meinem Bunker holen und dahin bringen. Was natürlich total sinnlos ist, weil das Minusgeschäft hoch... also ein mehrfaches Minusgeschäft ist. Guti, wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss.